Oh. 19 Uhr ist 19 Uhr. Ja, Moment, ich komme. Erscheinen reicht. So. Hallo Survivor, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, wir haben Sonntagabend und dementsprechend ist Zeit für Ark. Vampir ist schon mit am Start, unser liebes Teufelchen. Ja. Hi. Ich war schon fleißig in der Woche und zwar, das zeige ich euch direkt mal, ich habe es geschafft, ein Megatherium zu finden mit männlich nach Tame Level 605. Ihr wollt nicht wissen, was das für eine Arbeit war. Und ein Weibchen Level 650 nach Tame. Ich habe gedacht, ich krieg ein am Appel. Und dann finde ich noch ein Pärchen Terenzinus Level 627 Weibchen nach Tame und Level 649 männlich nach Tame. Also jeweils um Level 400. Hallöchen Laui, schön, dass du da bist. Hallo Laui. Ja, da hab ich echt gedacht, also, okay, Feierabend, du machst diese Woche nichts mehr. Deswegen muss ich jetzt noch im Bronto suchen mit einem hohen Level, ja? Nee, wir haben gar kein gegrilltes Fleisch mehr. Nee, ich hab das umgepackt in die Räucherkammer, aber du kannst hier Räucherfleisch rausnehmen, was da im Kühlschrank ist. Weil das Räucherfleisch... Halt doch die Fresse da draußen, Mann! Weil das Räucherfleisch hält länger, macht mehr satt und passt. Alter, gib mir eine Hupe und ich mach mit! Oder eine Handgranate und ich hab Ruhe. So. Musa. Ja. So. Auf alle Fälle. Ist jetzt die Frage. Vampi. Dominik. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja. Kenny aus der Ruhe. Ja, so in etwa. Frage. Würdest du das Züchten von den Vieren übernehmen? Die brauchen wir für einen Dungeon. Ja, für Megatherium Mannweib und Terenzino Mannweib. Ich dachte, ich soll hauptsächlich Vögel machen. Ja. Nur... Es ist aktuell das Problem, die beiden sind nicht da, liebevoll gesagt. Ich tippe mal drauf, Deichsel wieder eingeschlafen, Biene noch mit dem Kopf woanders. Deswegen frage ich dich, oder ob du zumindest die Terenzinos, weil das Bärenfresser sind, tamen würdest. Und die beiden Megatherien, weil es Fleischfresser sind, gehen zu denen rüber. Du musst nicht jetzt sofort antworten. Ja, muss ich drüber nachdenken. Ja, entscheide ich nicht heute. Heute alles gut. So. Ja, beim Footballspiel, genau wie meins. So, ich werde in diesem... Ja, wegen nächste Woche. Also, ja, okay. So, moin. Fliegen wir erstmal hier rauf. Landen wir gerade nochmal hier. Ich habe heute tatsächlich noch nicht geschaut, ob irgendwo irgendetwas Böses unterwegs ist. Deswegen, ja. In der Nähe ein Tapenjara in der Luft fliegen. Ja, habe ich gesehen. Dominik, danke für dein Follow. So. Wir brauchen zum einen Ryognata männlich, um die zu killen, für die Pheromone. Und wir brauchen einen Bronto, egal ob Männlein oder Weiblein. Um ja, dann dort einzupflanzen. So. Haben wir da nicht gerade Brontos rumrennen? Wo? Hier, wo ich gerade hinfliege? Das ist ein Schubser. Das ist ein Schubser. Nee, nee. Da eher nicht. Ich flieg mal hier vorne am Wasser Richtung Vulkan. Ja, ich kill hier gerade mein Kanu. Mach das. Und dann werden wir jetzt mal gucken.
Oh, hier ist ein Spino. Welches Level hast du, mein Freund? Level 120. Da ist noch ein Kano. Terenzino, welches Level hast du? Der Belzebufo ist hier oben unterwegs. Terenzino, Level 330. Ja, ich weiß. Ich weiß. Den habe ich vorhin mal gelevelt. Und dann auch auf aggressiv gestellt. Boah. So werden die Tiere, die jetzt kommen, noch betäubt. Und wir haben 3000 Majorbären im Futternapf, die wir nehmen können. Ja. Oh nein! Kofi ist verletzt. Der humpelt ganz komisch und hat sich jetzt aufs Feld hingelegt. Oh nein. Wenn ihr euch fragt, wovon ich gerade rede, genau. Ich habe Football nebenbei laufen, weil Rhinefire spielt. Und ja, das will ich nicht verpassen. Das ist das Problem bei der Sache. Spino. Was haben wir da? Da haben wir. Wir sind vorhin schon auf Quofi so extrem losgegangen. Ja. So, 120er Allosaurus als Maximum-Level. In welche Richtung bist du gerade unterwegs? Vampy, kill em all. Ole ole, nein, ole ole ist Fußball. Mit ole ole beim Football anzukommen, Laui, ist so, als ob ich frage, bei WoW... Riognata gefunden? Level, Mann, Frau? Keine Ahnung, ich will da eigentlich ungern in die Nähe. Okay, wo? Oberhalb vom Sumpf. Oberhalb vom Sumpf. Okay, schaue ich gleich nach. Ich habe hier einen Tech-Rex, Level 198. Ich übernehme die Riognata und du, ja. Ja, ich versuche gerade erstmal von der wegzukommen. Hm. Im Notfall lock sie einfach ins Feuer... von unserer Base. Dann überlebt ihr nicht. Ich bin ja gerade in die andere Richtung unterwegs gewesen. Ja. So, Prösterkin, Energy Time. Sonst kriege ich wieder Ärger, dass ich nicht genug trinke. Jo. Würde ich nie tun. Hm, ich weiß. Aua. Ach, scheiße. Was ist? Ich könnte gleich tot umfallen. Ah, jetzt hab ich was. Okay. Oh, ich... Scheiße, ich bin ohnmächtig. Und dein Vogel ist auf neutral. Wo bist du? Nee, auf passiv sogar. Auf passiv, mhm. Zack, da hat gerade einen abgeschossen. Und ich habe dir gerade eben noch gesagt, wo ich hingehe. Oberhalb vom Sumpf, ja. Nur, dass der Sumpf halt recht groß ist, mein Schatz. Boah. Ich versuche, so schnell zu fliegen, wie es geht. Nur mein Agi hat gleich keine Ausdauer mehr. Ja, da ist die nächste Schlange. Okay, Schlange. Greift meinen Vogel an. Okay. Pack auf! Ja, ich bin gleich... Ich hoffe. Ich fliege so schnell, wie ich kann. Ja, mein Vogel ist gleich tot. Der hat doch ein bisschen Leben. Ja, echt super. Mein Vogel ist gleich tot. Ja, ich fliege doch immer so schnell... Immer weiter weg. Wie immer weiter weg. Ja, der wird weggestoßen von mir. Also, wie weit ist deine K.O.? Ja, lass mich jetzt gerade bitte mal. Hochzahlen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich hab schon. Hast du alles gerettet? Ich hab aggressiv pfeifen können. Okay.
Hallo Visi. Hi Visi, schön, dass du da bist. So. Oh, die war gut weit unten. Ja. So. Oh, das war knapp. Jetzt bin ich nochmal am gucken, wo hier die Rio. Tut mir leid nochmal. Wo hier jetzt die Riognata war. Ich bräuchte halt Koordinaten, weil unterhalb vom Sumpf bist du Richtung... ich bin schon wieder hier weg. Ja, und die Riognata war die Richtung die Roten Ark? Ja, oder Richtung aber... Süden? Ah, okay. Direkt am Anfang vom Sumpf. Wenn ich jetzt in Richtung unserer Basis fliege, fliege ich genau in die rein. Dann flieg ein Bogen. So, nun schauen wir mal. Hallo Jonah. Da ist Jonah, die gerade fast gestorben ist. Yep. Mal eben gucken, wo ist das Quetzal jetzt hin? Welches Level hat das? Da ist es. Ich fliege jetzt einfach da Level in die 30. Richtung. Wenn es jetzt auftaucht, dann verfolgt es mich ja. Es war relativ am Anfang vom Sumpf. Aber ich glaube, es ist schon gekillt worden. Oder schon wieder weg. Ja, weit gehen die Riognatas nie weg. Weil die halt immer am Kämpfen sind. Die sind ja hochaggressiv. Deswegen gut hinhören. Weil die haben ja einen eigenen Sound und vor allem auch auf die Ausdauer achten, dass du dann noch wegkommen kannst. Ja, bin gerade zwischengelandet zum Ausdauer auftanken. Aber die scheint weg zu sein. Nein, ich hab sie. Gott. Eine ganz in grün. Weiblich, ja. Level 135. Ja, besser als nichts. Ja, alles gut. Ja, nur die können wir halt nicht gebrauchen. Kill sie und wir warten auf den nächsten. Komm mit. Wo bist du? Ich höre sie. Ich sehe sie nicht da. Hab sie. Im Luftkampf eine Riognata besiegt. Nein. Wo ist sie? Wo ist der Kadaver? Ah. Der hängt in der Luft, okay. Steht's jetzt? Es steht 31-20. Wir haben nochmal gepunktet. Ich dachte, die Gegner haben nicht mehr gepunktet. Nein. So.
Weibchen kann ich nicht abbauen, aber ist nicht schlimm. Okay. Das ist wenigstens kein verlorener Loot, weil das Männchen hinterlässt nur die Pheromone, nicht das Weibchen. Ja, dann. Ja. So, wenn ihr euch wundert, warum die Tiere so komische Farben haben, dann wir haben ein Event laufen, das seht ihr auch anhand meiner Kleidung, nämlich das Sommer-Event. So, denn es ist Sommer, also warum nicht? Ja, dass ich dementsprechend gekleidet bin, erwähnst du nicht, ne? Doch, da wäre ich jetzt auch noch zugekommen. So. Mal eben ganz schnell gucken, was mit den anderen ist. So. Dann gucken wir jetzt mal weiter, ob wir einen Bronto finden. Ich bin hier gerade beim roten Ark. Gut. Ja. Ja, hier sind ja gerne mal welche. Ja. Das ist korrekt. Ich habe nur gerade keine Lust, dass wieder so ein blöder Titan aus dem Nichts auftaucht. Der tut nichts, solange du ihn nicht angreifst. Ja, ist mir schon klar, aber wenn der aus dem Nichts nach oben kommt oder aus dem Nichts spawnt, bist du nur ein Schubser oder bist du ein Bronto? Was bist du? Wir kommen gleich, sagt Deichsel. Okay. Was bist du? Was bist du? Ein Alpha Raptor, Level 105. Okay. Jetzt will ich verraten, was du bist. Ein Bronto, männlich. Aber nur Level 45. Töten. Macht 540 Schaden fast bei dem Alpha Raptor und der macht 8 Schaden bei mir. Ich konnte durch die Leiche durchfliegen, das war jetzt viel. Ja. So, Alpha Raptor gekillt, normaler Raptor gekillt. So muss das. Oh, wir sind voll Fleisch. Aber ganz ehrlich, so wie die das wie er das geschrieben hat, ich hätte jetzt darauf noch geantwortet. Ja, ich wollte jetzt nicht den Zuschauern zumuten, dass ich jetzt zu lange da am Handy zugange bin. Alles gut. Ja. Wenn du meinst, du müsstest da antworten, tu dir keinen Zwang an. Nein. Wir müssen okay. Ja nicht direkt die Laune verderben. Ach, Quatsch. Haben wir nur Filet? Haben wir. Einmal wegschmeißen. Und hier Neues einsammeln. So. Eine Tasche hat er nicht fallen lassen. Dann holen wir uns jetzt noch hier den. Ich habe gerade, ich weiß nicht, wie viel Prime fallen lassen. Oh. Ja, Alpha Raptor halt, ne? Oh. Ja. So. Schauen wir mal weiter, ob es hier Brontos gibt.
31,20. Der 11. Drop hängt hier aber sehr lustig. Ja, manche sind echt cool. Ich hatte auch letztens schon einen gesehen, der genau auf dem Baum angehalten hat. Ja, der hing jetzt so an der Klippe, das hätte echt heikel werden können. Ah, 2-Minute Warning. Ah, wie viel steht's bisher? 31,20. Ah, okay, also keine weiteren Scores. Noch nicht. Oh, ja, yeah, jetzt gibt's Keile hier. Ah. Da kommen gerade ein paar Alus an. Ein Alu tot. Zweiter Alu tot. Und der dritte hat noch nicht mitbekommen, dass ich seine beiden Brüder fresse. Ja, Alu wäre auch noch geil. Aber high-leveliges. Und Level 15. Ja, die hatte ich vorhin schon gesehen, deswegen wusste ich, dass ich mich mit denen anlegen kann. So. Wir sind ordentlich, wir räumen auch wieder auf. Zumindest meistens. Ja, ja. Was heißt hier ja, ja? Ja, ja, ich knutsch mir die Puppe. Und du weißt, dass ich das nicht mache. Ja. So. Dann schauen wir mal. Jetzt gleich mal eben kurz zwischenlanden, weil wir haben ein Level Up mit unserem Agi. Wuhu! Ja, Level 513 jetzt. Aha. Ja, kommt auf Leben. Ich will 10.000 Leben haben mit dem Agi. Damit man halt wirklich auch mal in der Schlacht nicht Sorgen haben muss, dass er drauf geht. Auch wenn ich durch den Sattel mit fast 200% Rüstung so gut wie keinen Schaden bekomme. Leute, es sind noch 2 Minuten und nur 11 Punkte. Ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Auch wenn wir den Ball haben. Jinx es nicht. Nein, nein, nein. Ich jinx es nicht. Andersrum würde ich es jinxen. Aber so um nicht. Mhm. Ja. So. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die Bären brauchen wir nicht, aber die futtern wir eben. Oh. Weg. Das brauchen wir auch nicht. Du bist das, was wir nicht wollen. Okay. Ja, sag ich doch. Oh! Level 75 Raptor one-killed. One-Shot-Kill. Aha. Ja. Ah, da ist ein Schubser da rechts. Hier ist eine Schildkröte auf dem Berg, okay. Mhm. Du bist doch ein Bronto, wenn ich das am Schwanz richtig erkenne. Nein, nicht. Okay. Welches Level waren die nochmal sein? Je höher, desto besser. 400 plus wäre super. Ich kann dir aber nichts versprechen. Ich weiß. Oh, ganz schnell was trinken. Und die Flasche einmal schnell austauschen, damit die leere, die ich die ganze Zeit im Agi mit mir trage, auch mal wieder voll ist.
Ja. Warum fliegst du weiter in mich rein, du dummer Petri? Fliegt vor mich, ich greife an, fliegt weiter vor mir. Manche sind halt so. So dämlich. Jep. Aha. Wow. Hallo, fliegende Mietz. Der sieht auch mal geil aus. Den findet man ja auch nicht im Wald, ne? Ein Gigantopus. Also ein Bigfoot. In grün-blau. Oh. Level 360. Dem darfst du aber eine ganze Weile hinterher kriechen und ihm Bären in den Arsch schieben. Weil du, das ist ein Passivding. Jetzt muss er nur noch in die Party kommen. Ja. Oh, was bist du? Level. Komm, zeig dich. Level 15. Töten. Ja. Eine Schnecke, Level 15. Töten. Habe ich auch schon. Graves Kind. Game ist vorbei. Wir haben es tatsächlich gewonnen. So, cool. Dann kann ich jetzt das zumachen. Und ja, bin dann jetzt voll und ganz im Game. Und das nächste Spiel gegen Galaxy. Ja, damit steht es jetzt 6-0. 0 zu 6 für die Galaxy. Weil 0 Siege, 6 Niederlagen gegen uns. Oh, wah, 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 gar nicht. Wah. Vor allem hätten sie mal nicht so aggressiv spielen müssen. Ach ja. Unsere Spieler da so bösartig losgehen. Was läuft hier unten rum? Ach, ein Kano stampft da durch die Gegend. Da ist ein Bronto, Level 60. Wo bist du denn jetzt unterwegs? Ich bin am Vulkan. Ah, okay, ich bin nur am grünen Arm. Ich bin einmal vorne dran am Strand lang. Ja. Oh. Hallo, jemand da, der den Bronto fressen mag? Kano? Nope. Okay, dann fresse ich den. Ach doch, da wird... Ach, da oben drauf soll das sein, oder was? Da wird was geknabbert. Witzig. Was denn? Ich wusste gar nicht, dass man hier oben drauf landen kann. Wo? Was? Beim Ark, diese Seitenstützen hier. Doch, okay. So, was haben wir? Level 15. Dann Level 75. Und Level 90. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Merk. Ja. Tun wir doch alle ganz gerne. Wow, Galinimus-Sattel. Wow. Mir davon nicht schon gefühlt, keine Ahnung wie viele. Ja, aber wenn er fertiger ist, mitbringen, komm mal schreddern. Da ist Lava. Regnet hier den Weg zu finden, ist immer sau schwer. Ja. Nazi. Oder? Boah, so in etwa. Ah, hier sind Tiere, die gleich fressen. Sehr schön, dann können wir weiterfliegen.
Sonst bin ich gleich wieder so voll mit Fleisch. Okay, da unten läuft ein Raptor rum, aber Raptor wollen wir nicht. Warum denn nicht? Weil wir das mit dem Raptor nicht machen können. Okay. Capinara. Ja, hier war gerade einer, der dann auf einmal durchstartete. Ja. Der dachte nur, Bruder, muss los. So, für dich zur Info, ich fliege jetzt gerade bei dem... Hallo. Hallo. Bei dem Fluss, der zwischen den Vulkanen und deiner Agi-Zucht ist rum. Ja, ich bin gerade bei meiner Agi-Zucht. Ah, okay. Aber ist ja nicht schlimm. Ne. Oh, kommen Sie rein, der Herr. Ich habe eine Bitte. Ich habe keine Titte. Die brauche ich auch dafür nicht. Und zwar, ich bin fündig geworden wegen Dinos und ich hätte zwei Megatherien, also ein Megatherien-Pärchen, was gezüchtet werden muss, also muss nur gepaart werden, bis das 18 Kinder hat, das Pärchen. Und dann müssten die 18 Kinder auch schön gelevelt werden. Komm mal her, dann. Jo, das ist lieb. Dann bringe ich euch die gleich mal vorbei. Jo, ist offen im Innenhof. Gut. Und was Paul letzte Woche gesagt hat, mit den Pins, die wir bei uns bei der Base haben, das hat alles Bino und ich gemacht, das hat kein anderer gemacht. Ja, das wissen wir inzwischen auch, das wussten wir vorher nicht. Ja, das haben wir gemacht, also... Aber da reden wir nach dem Stream drüber. Ich habe das vorige Woche nicht so mitbekommen. Sonst hätte ich ja vorige Woche schon was gesagt. Ja, alles gut. Jetzt schon wieder. Nichts. Und? Wie gibt denn da so komische Geräusche ab? Das Essen ist jetzt fertig. Wir trinken nur. Warum kann man keine Podeste haben? Was für Podeste? Na, einfach Podeste. Also einfache Podeste, okay. Ja, eigentlich bei Level 32 müsste das drin stehen, aber da steht nichts drin. Okay. Moment. Ich habe das bei jemandem gesehen. Und da habe ich gedacht, du musst doch mal gucken. Und bei uns stehen keine Podeste da. Was für ein Podest soll das sein? Was du jetzt irgendwo hinstellst und deine Base und da kannst du dann irgendwas Tiere drauf machen, die du ausstopfst oder so. Level 32. Ja, also wie gesagt, bei mir steht es nicht. Okay, da habe ich es schon mal nicht drin. Da gibt es kleine, mittlere und große Podeste. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Auf Extension gibt's das. Gibt's nicht auf der hier, zumindest nicht ohne Mod. Ach so. Ja. Gut. Nee, weil ich das bei jemandem gesehen habe und da habe ich gedacht, oh, das ist ja interessant. Das wäre ja cool. Und da habe ich gleich nachgeguckt. Scheiße. Alles gut. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, wir können miteinander reden. Oh, das wäre cool. 165er Terran, okay. Ah, das müsstest du als Mod freischalten. Nein. Ich bräuchte dafür eine Mod. Und auf der Konsole gibt's keine Mod, also Erweiterung. Ach so. So wie bei beim LS, die Map, die wir jetzt zocken, ist eine Mod. So, und bei ARK für die Konsolen gibt's keine Mods.
What? Alter, dich habe ich ja fast gar nicht gesehen. Level 30 Rex, rot, schwarz, steht im Schatten von einem Berg, so dass man den kaum sieht. Ich habe den nur gesehen, weil sich das Auge bewegt hat. Bambi, schlechte Laune. Sollte sie eigentlich nicht haben, weil Rhinefire hat gerade gewonnen. Weil sie nicht redet. Oder mit mir vielleicht nicht redet, keine Ahnung. Weiß ich auch gerade nicht. Weil, Schatz, du musst reden, damit wir wissen, was los ist. Irgendwas, glaube ich, irgendwas Schlimmes gemacht. Eventuell haben wir durcheinander geredet oder gerade was gesagt, als sie was sagen wollte. Okay. Haben wir dafür einen Rix? Bist du schon fündig geworden? Siehst du, mit mir redet sie gerade auch nicht. Nein, bin ich nicht. Ich bin in der Agiba jetzt immer noch. Okay. Biene kommt gleich. Erscheinen reicht. Die isst halt noch gerade. Ja, lass er essen. Trotzdem reicht erscheinen. Nee, ich sage jetzt nichts, sonst sage ich nur das Verkehrte. Hallöchen, Dirk. Wie ist das denn bitte schön gemeint? Wiederhose, lass mich mal. Hier kommt ein roter Drop runter. Okay. Hätte man auch falsch verstehen können. Aber dann, ja, wenn es ein Zitat ist, lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Was genau geht es jetzt wieder? Er hat geschrieben, na ihr Luschen. Ein Zitat, wo es eigentlich heißt, morgen ihr Luschen, Dirk, vom Ausbilder Schmidt. So. Und weil das halt ein Zitat ist, lasse ich es jetzt einfach mal so stehen. Wow. Ein roter Drop, ein Schwert, Level Bauplan. Für 127% Schaden. Entschuldigung. Ich habe letztens einen Schwab gefunden, oder? In der Trupp. Überragend 5,0 und 754,3% DMC BMG. Das 5,0 ist das Gewicht und DMG oben, das ist das Wichtige. 754,3%. Ja, nicht schlecht. Oh. Dann kann ich mit meinem 600er kaum mithalten. Aber es ist trotzdem krass. Gefunden, irgendwo in den Tropf.
Gib mir die Karte. Okay, wir fliegen da lang. Oh. Ja, ist ein, zwei Biberdämme? Ne, einer nur. So, ich habe mal Luft rausgelassen. So wie der gestampft hat. Mhm. Ui, Level 300er. Biber. Holz brauchen wir nicht, Rest nehmen wir mit. Ich hab dich stampfen gehört. Nee, okay. Brauchen wir nicht. Achso, ich will ja noch was. Naja, 120 ist auch zu niedrig. Ja. Und der ist tot. Das ist auch ein kleines Problem. Ich wollte in diese Richtung. Weil es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Und zwar mit einem Giga. Also damit meine ich jetzt wirklich den Rex in groß, das Ganze zu machen. Ein Giga zu tamen ist allerdings verdammt hart. Weil die extra, weil die verdammt viel Lebenspunkte haben und auch eine sehr hohe Torp-Widerstand und deswegen ist es so extremst hart, die flach zu legen. So, und ja, das müsste man wirklich dann zu zweit oder dritt machen, die so richtig schön hart rannehmen von allen Seiten. Alles Ferkel. Wieso? Ich rede von Beschießen mit Betäubungspfeilen und ihr? Hm, hast du gar nicht gesagt. Du hast nur gesagt, hart, die musst du hart rannehmen. Ja, ja. Mit Betäubungspfeilen von allen Seiten. Hm. Ich rede hier vom Spiel Ark. Na klar. Na und klar. Tamen eines Dinos und ihr? Von oh. Mhm. Oh, oh, oh. So unschuldig. Alter, ein Karachodonto. Level 60. Weibchen. Und wir haben es noch nicht an, dass wir Teamschaden machen. Obwohl ich es eigentlich schon eingestellt habe. Aber was? Irgendwo fehlt noch ein Häkchen. Ja, du kannst noch nicht deine Tiere töten. Was dafür eigentlich... Doch besser so. Nein, das ist ja... genau dafür ist das ja nötig. Zum Beispiel für dass du bei den Text, wenn du die züchtest, dass dann die Kinder tot machst, damit du Haufen Zeug kriegst. Ja. Nicht nur bei denen halt, okay. Ne? Ja. Ja. Hallöchen. Na ja. Los, jetzt kommt nochmal eine Party. Level 105er Karachodontosaurus, Weibchen. Frisst hier oben die Überreste irgendwas von irgendwas, was hier. Ein Tech-Rex. Level? Keine Ahnung. Ich flieg gerade erst noch hin. Oh. Das hätte ich gerade bereuen können.
Oha. Schade, er bleibt da oben stehen und guckt mir nur nach. Ich hatte gehofft, der springt runter. Tech-Rex? Tech-Rex. Ja, Moment. Was im Weiblicher Tech-Rex 198. Nicht schlecht. Bin aber jetzt weitergeflogen, weil meine Ausdauer ziemlich weit unten ist. Ja, alles gut. Nein. Auf einmal fliegen tote Vögel vom Himmel. Ah, dann bist du in der Nähe der Base. Na, wieso? Ja, wo fallen sonst tote Vögel vom Himmel? Ich habe gerade einen Petri attackiert und der ist sofort tot zu Boden gefallen. Ah, okay. Ich weiß, wo ihr jetzt in Zukunft auch Obsidian abbauen könnt. Mhm. Ja. Tschüssi, ich bin weg. Hier, wo ich jetzt gerade bin, das ist der Berg bei 35, 60, sag ich jetzt mal. Links, von links nach rechts. Von links nach rechts, ja, genau. Da neben Vulkan, der andere Mitte. Ja, da ist allerdings auch ein Giga- und Carachodontosaurus-Spawn, das heißt, ne, Vorsicht walten lassen. Ja, und wenn ihr hier vorbeikommt, findet ihr grüne und rote Kreise, weil hier war früher meine Metallabbaustation, bis so ein Carachodontosaurus alles zerfleischt hatte. Ja. So, fliegen wir mal weiter und suchen weiter nach Brontos. Wolltest du mir nicht was bringen? Ja. Ist so. Ja, okay, da müsste ich in die Richtung. Oh, nee, bin auf dem Weg. Mach erst einmal und ja. Nur bei euch da hinten gibt's ja auch Brontos. Ich suche einen High-Level-Bronto. 300 plus. Vom Level her. Hat eben gesagt, dass du noch was ankaufst. Ja, 400 plus wäre noch besser, aber. Ja. Da fällt ein Titan vom Himmel, weiblich, Level 15. Heute nicht. Nein, ich kann noch nicht. Ich habe ja gesagt, dass ich das offscreen mache. Also mache ich das auch offscreen. Ja. Wie oft noch? Ja, ja, heißt, wünsch mir die Puppe. Vielleicht habe ich ja doch noch Nachwirkungen von gestern. Hä? Ja, vielleicht hat gestern ja Nachwirkungen hinterlassen. Ich meine, den ganzen Tag unterwegs sein. Ach so, okay. Meinst du nicht? Möglich ist alles. So, da habe ich den einen Bronto gekillt. Moin, schön, dass du da bist. Moment, ich guck gleich nochmal. Rex da. So, okay, Brontos gekillt. Hier sind aber gerade keine Fleischfresser unterwegs. Heißt, wir müssen die eben selber fressen. Oh. Auch alles gut. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast den Sonntag schön genießen können. Ach die. Leute, ich wollte doch gar nichts von euch. Geht doch einfach wieder. Genau. Verschwinde. Ich verschwinde halt nicht. Ich fresse dich. Da ist die Biene in der Party.
Hallöchen. Hallöchen. Na, alles fit? Alles fit im Schritt, ja. Und außerhalb? Als Roger in Kabocha. Auch. Außerhalb auch. Gut. Ach, da ist ja doch einer. Ein Rex. Hey Rex, welches Level bist denn du? 255. Ine? Ja. Du noch das restliche Zeug aus dem Schränkenhaus, was primitiv ist. Ich bin nämlich schon so weit voll. Also aus dem Sachenschrank links. Aus dem hier. Dann würde ich schon gut da reinkommen. Und aus den zwei nehmen wir Schmelzofen. Die Wasserschläuche zum Beispiel, die brauchen wir ja ohne Stau, 1000 Stück davon. Ja, in den Schredder rein. Es gibt Leder. Ja. Also nur Gewand. Also Ersatz. Wir können ja unseres reparieren. Ach, hast du Mähzeug oder wie? Nee, brauchen wir bloß in die Werkbank hinfinden, dann kann man es reparieren. Wenn es kaputt ist. Ja, yep. So sieht's aus. Deswegen. Die Ledersachen habe ich drin gelassen, aber die Stoffzeug und sowas, das primitive Zeug, das drin alles. Schlafsack brauchen wir auch nicht. Ne, ihr habt ja mittlerweile Betten. Ja. Seid ihr hier immer noch dran? Ja. Bin ich mal gespannt, wer den Bronto hier gerade versucht abzubauen. Dass man da immer noch dran ist. Hier der Gallinimus, der war es nicht. Kann ich euch beruhigen, das ist ein Pflanzenfresser. Ach, die Ameisen waren es, okay. Die brauchen natürlich ewig und drei Tage. Was waren die Ameisen? Die haben am Bronze rumgeknabbert. Und für einen Bronto brauchen die natürlich dann ewig und drei Tage. So. Nein, die wollte ich nicht. Nein, doch. Oh. Louis Definitiv. Ja, Lederzeug, Leder, Sachen, die lasse ich drinnen. Warum lasse ich es? Das war ein Zitat von Louis Definitiv. Ja, du bringst das jetzt bestimmt 1000 Mal heute noch. Nein. Oh. Ich versuche es nicht. Ich versuche es nicht auszuleiern. Ich wollte erst sagen, ich versuche es jetzt nicht auszulutschen. Ich habe wieder keinen Dings. Die Schränke sind leer, Biene, nur noch hier drüben. Die Wasserschläuche und... Oh, ich kann keinen mehr lösen. Wasserschläuche und Schlafsäcke. Du und hast... Wasserschläuche. Vampi, was hast du nicht? Ich hab keinen Mod in meinem Stream. Also... Worum geht's? Oder schon erledigt? Hab mich schon selber drum gekümmert. Gut. Und Fleisch kann weg. Die Beeren und die Schuhe können weg. In den Schredder können wir einfach reintun und der Benzin müssen wir sowieso reintun. Ja. Und dann können wir alles reintun. Ja. Also brauchen wir es nicht aufpassen. Zuerst die Sachen, dann die Sachen, dann die Sachen. Alles zusammen rein. Wichtig ist nur, dass du hinterher alles rausholst.
Ja. Wenn es fertig ist. Ja. Einfach nur ein Schredder, Inventar, Benzin rein und fertig. Ja, und aber ich würde nur ein Benzin reintun. Es reicht. Ein ja. Liter. Ja, einer reicht. Okay. Weil du schmeißt das Ding einmal an und dann schreddert der alles gleichzeitig. Kannst du unten sagen. Mhm. So. Und dadurch, dass wir das ja hier anders eingestellt haben, mit dem Verbrauch von solchen Ressourcen, läuft er ja eine ganze Weile. Mhm. Kannst du ja noch Biene noch mal sagen, was wir nachher züchten sollen, habe ich wieder vergessen. Ich kann das nicht mal melden. Bring ich euch gleich rum. Weil wir Kleidos machen, deswegen. Ja, alles gut. Die Tür ist ja offen im Innenhof. Richtig. Das seht ihr dann. Hier laufen Doros rum. Genau, ich muss da lang. Achtung, es ist wieder einer von diesen Typen, der diese komischen Links reinsetzt, unterwegs. Mhm. Danke für die Info. Mhm. Oder diese Spam-Geschichte da, ach, keine Ahnung, was das genau ist. Also Rex, eigentlich siehst du ja richtig cool aus, weiß mit blauem Streifen, aber du bist nur Level 75. Junge, du hast Mundgeruch. Hast du noch Fleisch zum Essen? Wen meinst du? Biene. Weil ich habe gerade Fleisch angesetzt, weil ich auch keins mehr hatte. Ah, noch 2 Stück. Ja, hol dir noch was raus aus dem Dings, aus dem Lagerfeuer. Ja, ich bin doch voll. Aber wir lassen es an, bis wir wieder da sind, dann tun wir das Gegrillte, dann tun wir dann in den Kühlschrank rein. Wenn es dann fertig ist. Warum machst du diese Geräusche? Die gingen mir nämlich gerade durch den Kopf. Keine Ahnung. Wollte ja nur gesagt haben, dass genau diese Geräusche mir gerade durch den Kopf gingen. Und in dem Moment machst du die, das war etwas wirrt. Schon draußen? Ja, ich warte auf dem Dach, auf dich. Oh, auf dem Dach. Mhm. Gucken, sieht man irgendwo einen nickenden Dino? Ich muss mal eben Deichsel bei mir etwas leiser stellen, weil seitdem er sein Mikro wieder an Mann hat, ist er doch etwas lauter. So, und weiter geht's. Da steigt sie auf. Hm? Wo ist sie denn jetzt? Da steigt sie auf und war weg. Jo. Da steigt sie auf und er ist weg. Ich glaube, ich bin in diesem Chat. Hm. Spino Level 90. Wer will denn sowas? Da bist du. Ja. So, du bist am Dach.
Naja, war schon auch zwischen den Zwillen hier. Hast du die versteckt? Nein. Doch. Würde ich mir nie getrauen. Level 45, männlich. Ja, ich weiß, ich bin zu schwer. Aber noch kann ich laufen. Immer vom Baum runterschmeißen. Echt, ey, Frechheit. Mit Level 45 hängt er da im Baum. Muss er noch eine 0 dran machen, damit er sich verdient hat. So. Horchen wir mal. Gibt es hier wieder eine Rio? Nee. Hört sich nicht so an. Sieht auch nicht so aus. Bin ich schön ruhig hier. Aber es gibt so typische Spawns von einer Riognata. Und hier ist einer davon. Hast du noch keine gefunden? Wieder. Wir haben vorhin eine gehabt. Allerdings eine weibliche. Und wir brauchen ja erst noch männliche. Um die Pheromone wieder zu haben. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir brauchen erstmal einen richtig schönen High-Level Pronto. Warum? Ja, je höher das Level, desto besser. Ja. Ich weiß gar nicht, was wir für Prontos haben, wir haben aber über 300er. Die ich gefangen hatte. Nach Tame oder vor Tame über 300? Was? Bevor du die getamed hast oder ja. nach dem gefangen. Tame 300? Gefangen mit 300. Okay. Dann ich suche einen, der vorher so 300 oder mehr hat. Am besten 400. Ja. Ich habe, bevor wir die gelevelt haben, oder Biene? Das waren die da über 300, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Dann fragst du mich zu viel. Da musst du mir mal sagen, welches Level die haben. Müssen wir nachher mal gucken. Ja. Oder gehen wir mal da hoch. So. Oh ja. Hier ruckt es. Ich bin an der Base. So viel Holzzaun. Vogel. Oh, er fliegt weg. Okay, will nicht spielen. Oh, hier sind noch Bären drin im Kühlschrank. Okay. Oh, ein Schredder ist oben. Oh, ein Frank ist hier. Hallöchen. Hallöchen. Darf ich dir die Kryokapseln auch reintun? Ja, darfst du. Okay, dann schiebe ich dir die rein. Von hinten. Von hinten, okay. So, Moment, so richtig schön ranstellen. Lustig aus von oben. Eins, zwei, bitteschön. Dankeschön. Davon bitte 18 Kinder machen und die beiden dann behalten und die 18 Kindern in Kryokapseln packen und Bescheid geben. Dann müssen die noch gelevelt werden. Ja. Bum, 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 bum. Ich sitze auf dem Vogel, wollte eigentlich absteigen und ich stehe hier an einer Türe, die verschlossen ist. Und ja. Okay, ich muss den Mods Bescheid sagen, dass die das mal abreißen hier. Ich glaube nicht, dass derjenige wiederkommt. Weil hier ist schon nichts mehr. Kann man wenigstens noch in seine Sachen reingucken, ob da irgendwas ist, aber
Nee. Da hab ich schon reingeguckt gehabt. Da habe ich schon rausgenommen. Ah, okay. Da war aber nicht weiter drin, da war bloß Bernd drin. Ja, alles gut. Der hatte ja auch mal eine Zeit lang hier einen Para stehen. Den er von Kitty bekommen hatte. Mhm. Ja. Biene, ich hab ihn gefunden. Wen? Den Schredder. Oh, okay. Weißt du, wo ich bin? Oben. Hm? Die Wendeltreppe hoch. Ich komme aber mit Vogel, weil. Ja. Okay. Ich habe einen Vogel, deswegen komme ich mit Vogel. Okay. Oh, hier ist auch noch auf dem Zeug drin, aber egal. Jetzt muss ich gucken, was ich jetzt rein tue. Komm mal hier rüber, mein Guter. Die fliegen schon wieder zu weit raus, aber da ist noch einer. Komm, halt still. Jetzt treffe ich nicht. Jetzt fliegt er auch raus aufs Meer. Blöd, Mann. So. Und wie sieht's aus, Schatz? Hast du schon was gefunden? Hallo? Wir suchen weiter einen Bronto. So, okay. Benzin ist wieder drin. Wenn Biene dann alles drin hat, kann sie ihn einschalten. Benzin habe ich reingetan, Biene. Mhm. Da entlang. Okay, da werde ich mal meinen Vogel auch holen. Ja. Wo sind wir denn? Da ist ihn gestellt. Level 30. Hast du bei deinem Vogel Fleisch drin? Ne? Wenn nicht, tue ich dir was rein. Level 30. Level 60. Aber er ist im grünen Kreis. Er kann aus dem okay. Trug essen. Okay, dann... Gegen das Feuer. Nee, hier sind wir verkehrt. Wir müssen ums Haus. In das andere hier drüben rein. Du hast mich angegriffen. Möchte ich bitte festhalten? Hier unten. Hier unten. Runter. Hier. Hier. Rennen Sie denn hin? Hier unten. Hier unten. Hier. Schick mal SMS. Hier bin ich. Hier oben. Ja, ich sehe dich schon. Ich muss noch ein bisschen hupfen. Ja, ups, hier rein. Und nach oben. Oh Gott. Ey. Jetzt fehlen mir wahrscheinlich Fasern oder so. Ein Dreht. Ja, mir fehlen Fasern. Mach ich mal deins da rein und dann kann man es auch anschalten. Hast du schon alles reingegeben? Ja. Siehst du, ich wollte ja wegen Farbe gucken. Na gut, können wir gleich zusammen gucken. So,
Fasern habe ich auch. Dann versuche ich jetzt mal was. Und zwar brauche ich 9 Fundamente. Es fehlt mir Holz. Ich fühle mich gerade verarscht. Holz habe ich gerade weggeworfen. Okay, ich schalte ein, ja. So. Weil wegen Farbetum gehen, oder? Perfekt. Jetzt wollen wir wissen, wie viel da ist. Ja, dann guck. Ich spring dabei auf ein Fenster. Nein. Dann? Mach mal 2 sind 5. Der Baum keine Substanz hat, wenn der fällt. 6 und 3 sind 9. Damit haben wir das schon mal fertig. So. War der erste Streich. Der nächste kommt. Richtig, Biene. Woher weißt du? Keine Ahnung. Einfach so. Ah, ich verstehe. So. Einmal. Holen wir erstmal Stroh, das ist leichter. Vampi, bist du noch da? Ich muss mal Licht anmachen, sonst wird es gleich zu dunkel. Bei dir zu Hause? Ja. So, dann brauche ich die Wände. Und zwar 2, 4. Warte mal, das sind 3, 6, 9. Komisch. 3, 6, 9, ja. 6. Kann ich schon mal herstellen und dann brauche ich wieder Holz. Bips. Ja. Nein, 6, nicht Bips oder Burp. Und wie viel Farbe haben wir? 3, 9, 11, 15. 15? Gelb, Orange und Schwarz. Aha. Nein. Da. Davon brauchen wir 3. Können wir auch herstellen, dann haben wir alles. Jetzt hier rüberkommen. So viel Glück habe ich nicht. So, auf alle Fälle setzen wir erstmal die Wände hier. Eins, zwei. Ine, wo bist du? Drei. Ich bin schon auf meinen Aberhashi. Ja. 6. Ja, was willst du noch machen? Ja, nö. Nee, im Haus hast du die Tür zugemacht. Ja, es ist automatisch bei mir.
Ah, da brauchen wir mehr. What? Wovon? Okay. Hallo? So kann's gehen. Selber schuld. Haben wir irgendwas Schlimmes gemacht jetzt oder was wieder? Wenn ich wüsste, würde ich dir sagen. Du bist so nicht. Gut. Weil aktuell bin ich, glaube ich, genauso ratlos wie ihr. Kann nur sprechen, der Menschen helfen. Obwohl, nein, nee, so viel brauche ich ja nicht. So, und dann brauche ich noch ein paar Decken. Wow. Ich fliege, fliege, fliege. Decken, damit man da drin safe ist. Nein, dann wäre es ja doch besser. Fünf. Und vier haben wir, also noch mal fünf. So. Okay, wir sind aktuell noch overweight. Achtung, ein beißender Vogel kommt. Was? Ein beißender Vogel? Ja. Okay. Oh, hier ist auch noch ein Haufen primitives Zeug drin, was man nicht braucht. Hopp, hopp. Da geht's lang. Wow. Ja, ihr seid heute du? Nicht live, ihr zwei? Ja, ich nicht. Okay. Wer bist du? Schau mal. Bist du? Hier, das Grüne. Oh. Jetzt ist er schon weg. Jetzt gerade in den Kopf hier reingeschaut. Ach, der Grüne da drüben. Ja. Also. Die Farbe tue ich in die Wirkung mit rein, ne? Ja. Der hat Hallo gesagt. Ja. Ja, wenigstens nett. Hat aber irgendwie bissig ausgeschaut. Wenn er Hallo sagt, ist doch nett. Ja. Schon wieder. Sagt noch immer Hallo. Das heißt, kommt raus, ich will euch fressen.
Nee, das ist ein ganzes Interesse. Oh, weißt du das? Das ist ein Dipto-Dingster. Ach, der Schubser? Nee, großer, der Asidio Pondu. Ja, ist ein Schubser. Weil wenn er wütend ist, dann schubst er euch. Ach so, okay. Ist gebratene Fleischdusche im Kühlschrank. Okay, den kann man nicht greifen. Macht natürlich die Sache nicht einfacher, aber halb so wild kriegen wir alles hin, hoffe ich. Er kann dich schubsen. Schubsi-dubi-du. So. Hast du die Tiere mal rausgeholt, die dir Kenny gegeben hat? Okay. Die sind in meinem Vogel. Wo wollen wir uns die rauslassen? Vorne bei den Dinos? Bei den Rexen? Ja. Jetzt wedelt er mit seinem Schwanz über uns. Ja. Ist er stolz drauf anscheinend. Ja. Oh nein. Verdammt mich. Wo ist mein Denkfehler? Naja, egal. Dann müssen wir es doch anders machen. Kommen wir immer noch nicht rein. So, jetzt kommen wir da rein. Okay, kommen gleich. Wer vorbei von Kleinanzeigen bekomme, alten Leppi mit Win 11 drauf. Los. Okay. Ja, dann. Ist doch auch was Feines. Agi, du bekommst erstmal das Zeug hier rein. Alles, was ich jetzt gerade nicht brauche. Oh. Ah, und hatte, hatten wir kein Fleisch mehr? Ne, war alles vergammelt, okay. Hallo, du Bär. Die sollen wir züchten, auf Züchten stellen. Okay. Ja. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ja. Gemütlichkeit. So schaust du aus. Bist doch der Balute. Ja, komm. Ei, im Wasser bist du aber verdammt schnell. Nein. So. Gut, Bär. Nein, bleib hier. Lande. Sei brav. So ist brav. Verhalten passiv. So. Ich gehe Fisch holen. Weil das Vieh, habt ihr ja gerade gesehen, muss man mit Fisch füttern. Und zwar so und dann Körper ziehen. Was für ein Vieh? Ein Hesperonius. Was auch immer das ist. Das sieht aus wie eine Gans. Ach, das Ding, was ich irgendwo gefangen hatte. Das muss ich, das habe ich, hab ich Huhn genannt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte dahin. Jetzt hier und 2,5%. Okay. Dann müssen wir mal gucken, dass wir mehr Fisch finden.
Und am besten auch größere. Und blöde ist, wir können halt immer nur einen Fisch ziehen. Da könnte ich jetzt Unterstützung gebrauchen. Kommt Mr. Too Late heute? I don't know. Ah, 4,8%. Aber ich sehe nicht, dass hier was weniger wird bei den Schredder. Nein, nein. Du musst dann, da steht doch noch ein Feld von wegen Schreddern. Wo beim Schreddern? Alles, ja, in der Mitte unten steht dann noch alles Schreddern. Nee, steht nur in der Mitte Gesundheit, Speicher, Traglast. Ja, aber hast du ein Benzin drin? Ja, klar. Ich hast jetzt du extra ihn eingeschaltet? Ja, ist eingeschaltet. Und dann steht da nichts? Nein, Gesundheit, Speicher, Traglast. Ja, und ganz unten darunter? Ausschalten. Also ist der an, ja. Dann hast du schon alles gegrindet. Den müssten die Sachen kaputt sein oder du hast nur noch Sachen drin, die nicht mehr, die nicht geschreddert werden können. Das sind alle Waffen und sowas. Und Klamotten, die sind auch noch alle da, die geschreddert werden können. Ich komme gleich mal rum und dann gucke ich mir das an. Aber erst, ja, 6%, das kann eine Weile dauern. Das sagt Bescheid, wenn du dann rüberkommst. Dann machst du eine Weile aus. Ja, dann brauchen wir halt nochmal neues Benzin. Ja, ja. Wie bitte? Wo bist du? Ich bin bei 78, 28. Ich habe jetzt noch 100 Benzin drin. Nein, nimm raus. Ja, MP? Wempi, was wolltest du sagen? Na gut, ich werde dich wenn du auf dein Inventar gehst, hast du oben die wie heißt das? Die Symbole. Und da ist ja der eine, dieser Fußabdruck von einem Rex mit einem Plus dran. Das ist ja für tamende Tiere. Und da ist der Hesperonis bei und da kannst du mich drüber ganz leicht finden. Wenn du rüberfliegst, sag dann Bescheid. Da komme ich rüber wieder. Meinst du mich jetzt? Ja. Ja, ich bin bei 7%, nee, 9% gerade. Also es kann dauern, bis ich hier fertig bin. Da ist ein Fisch. Ich habe die Paarung aktiviert. Ja, die legen keine Eier. Das sondern? Sind, die brüten das aus. Oh, also okay. Das ist Träger. Ne? Du kriegst, du musst da halt gucken, wie du dann Zeit hast und mir dementsprechend dann die Kiddies machen. Ehren müssen wir reingeben dann ins Inventar, oder? Nein, die essen Fleisch. Die Terzis, die essen Bären und die habe ich hier, damit ja. Mhm. Essen die also Fleisch gut. Für Fleisch haben wir genug. Ja, deswegen. Ja. Ich bleib dabei bei denen stehen. Hm. Deswegen wäre es nur eine Kryokammer gut für die Tiere da rein tun, für die Dinger. Wir haben genug Platz. Gut, wenn du das sagst, dann. Ja. Ich hab nachgeschaut. Okay. Nein. Das habe ich ihn so geschreddert, verdammt. Ich dachte, der erste Schlag ging daneben. Der sieht ja interessant aus.
Wempi, wir müssen hier schwimmen, die Fische töten, aber nicht abbauen, sondern die müssen am Stück dann verfüttert werden. Falls du mir helfen magst. Yeah. Gehst du ran und manchmal steht da, dass der eine Wartezeit hat und manchmal auch nicht. So. Ach, hier ist gerade einer. Schwein gehabt. Mut? Das ging runter. Ich hab dich doch gefüttert und. 19 Sekunden. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so lange dauert. Also. Scheiße, wir haben keinen Kulinär mehr. Kenny, kann ich mir was von dir bogen? Ja. Okay, danke. Jo. Komm ich mal zu dir rüber geflogen. Brauchen wir das jetzt? Können wir das dann herstellen? Aber das ist oben in der Kiste, haben wir doch alles mitgenommen. Ja, das ist, warte. Wow. War schnell. Guck mal in die Werkbank. Ja. Da noch was drin ist. Tragezeit 1 Stunde 18. Wow. Ja. Passt ja. Passt. Kommt noch im Laufe des Streams dann zur Welt. Okay, du bist gerade dabei, ihn zu füttern. Wenn du es nicht mehr in der Hand hast, ja. Hallöchen, Mr. Too Late. Fisch. Ja, ich habe gerade einen davor abgelegt. Weil du. Ah, nein! Was? Da kam gerade ein anderes Vieh an, um. Den Fisch zu fressen. Das ist auch ein Hesperionis gewesen, genau. Oh, der gab organisches Polymer. Genau. Deswegen will ich die ja haben und dann auch mit der Zeit züchten, weil die können zum anderen auch goldene Eier legen. Und diese goldene Eier brauchst du für spezielle Kibbelsachen unter anderem. Oder für irgendwas war das gut. Den hat er gegessen. Gut. Ich will nur warten, dass er von der Tür weggeht. Kannst du, der ist nicht so schnell mit rauslaufen. Okay, komm nicht. Gut. 07. Ich versuche jetzt mal gezielt zu jagen. Was bist du? 09. Du bist 1,3. Bleib stehen. Will ich haben. Noch ein paar Sekunden. Ja. Habe ich den Fisch? Also. Abgefüttert. Gut. 17% sind wir schon. Hier hinten ist aktuell Hochbetrieb. Gottchen. Moment, ja, Mr. Too Late. Da kannst du auch Fische holen. Also willst Haken du jetzt doch Haken selber reintragen? Achso, ich dachte, du bist gerade so schnell, weil er ja gerade erst gekriegt hat. Hi, wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Abend. Ich werde heute leider nicht mitmachen können. Werde dann... werde es dann aber nächste Woche am Ende... auf jeden Fall schaffen. Ach, scheiße, der war zu schnell weg. Und mal schauen. Ich werde versuchen, die Woche irgendwas auch mal auf den Server drauf zu gehen.
Alles klar, Mr. Too Late. So, ich habe ihn auch schon mal wieder gefüttert, 20%. So. Ich finde keine. Okay. Beziehungsweise ich krieg die nicht so schnell, weil ich keinen Schwert bei habe. Okay. Bei welchen Koordinaten seid ihr? Mach einfach den Tamefinder an und dann kannst du ganz leicht finden. Du gehst auf Inventar. Dann gehst du oben, hast du diese Rex-Klaue, sag ich mal, mit dem Pluszeichen. Da ist der Herr Sperionis drin. Da gehst du drauf und dann folgst du dem. Und dann hast du ein Zeichen, wo du hin musst. Ja. Nee, da will ich jetzt nicht hinfliegen. Wollte ich bloß mal wissen, wo ihr seid. Ja. Futter. Wir sind bei 20,7. Ja. Ah, hier sind Piranhas. Sehr schön. Kommt her. Das könnte schmerzhaft werden. Nein, die ist ja besonders gerne. Ich sehe einen Koko. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich pack die Piranhas hier an Land. Sehr guter Schuss. Da hinten ist noch eins. Oh. War jetzt aber auch gar nicht so leicht so zu schießen, ne? Ja, deswegen ja auch gut gemacht. Och nö, da ist schon wieder einer von den Viechern. Jo. Der wollte meinen Fisch. Mhm. Hier liegen noch zwei. Ja, kann gerade nicht. Och Mann, ey. Hat er jetzt? Ja, hat er. Pack mal eben noch das organische Polymer in meinen Vogel. Mach das. Die anderen Sachen. Sehe nämlich gerade, dass mein Vogel gar kein Fleisch drin hatte. Oh. Das ist nicht gut. Ach, schon gut. Oh, das ist aber weit weg. Ja, hier hinten bin ich gerade jagen, deswegen komme ich dann immer ein Stück zurück. Nur weil um die Hütte rum ja immer wieder die Hesperiones sind, dachte ich, da ist das besser, wenn ich die hier hinlege. Der wollte abhauen. Ah. What? What? Komm her. Ja, komm. Komm her. Hier bin ich. Och. Jetzt hat er den genommen. Aber warum geht's jetzt wieder runter? Wir waren gerade höher. Ja, das kann am Fisch liegen.
Weil wenn die unter 1 sind, dass dann eventuell was runtergeht. Ich weiß es nicht. Ich bin da auch noch nicht ganz durch. Hier ist zum Beispiel einer mit 0,5. Den nehme ich jetzt mal weg. Den kannst du dann verarbeiten und deinem Dings geben. Deinem Agi. Ich nehme den 1. Nein. Den 1-3er. Ah, mich greift irgendwas an. Ist ein Piranha wahrscheinlich. Ah, okay. Gut. Oder? Ja. Scheinbar. Gut. Hey, lass doch los. Geht doch. Wo ist er? Da ist er. Da hinten ist ein Baryonyx. Essenszeit. Bin wieder bei 22. Gut. Wo kann man das organische Polymer abbauen? Bei den Hesperiones hier bei uns. Ach so, du musst sie töten und dann kriegst du das. Ja. Das sind Wassertiere. Ja, das sind Enten. Die laufen aber am Land rum oder was? Zwischendurch mal, ja. HCMF, guten Abend. Schön, dass du da bist. So, du bist 07. Shit. Du sortierst die hier auseinander, ne? Ich hab gerade einfach nur das genommen, was am höchsten ist. Ja. 06 kann weg. 1. So, hier liegen noch 2 Einser. Ich sag ja, ich gehe jetzt gezielt jagen. Bei wie viel Prozent sind wir? Bei 16? Oder 19? Der war gerade eben über 20. Ja. 0,8. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mach ich vielleicht irgendwas falsch? Nein. Du gibst ihm was zu fressen und fertig. Also, ne, wenn, dann liegt es nicht an dir. So, 1, dich nehme ich. Kann ich noch einen Stundenhandel. Ich guck mal so nebenbei gerade in die App rein. Ob da irgendwelche Infos stehen, wie man den am besten tamet. Ich brauche ja immer eine Weile. Oh, das war jetzt aber ein Sprung von der Prozentzahl. 25, ja geil. Ich bin nur reingegangen, bin stehen geblieben und der Vogel ist regelrecht zu mir gelaufen. Ja. So, wie viele hast du noch? 2, ne? Ich kann den Fisch nicht nehmen. What? Ich gerade auch nicht. Nö. Weil du den da gerade reingeglitscht hast. Bau ab. Gib deinem. Ich gehe wieder auf Tauchstation. Ach. Ja, das war keine Absicht. Ja, ich musste nur einen abbauen. Den anderen konntest du nehmen? Ja. Gut. So. So. Ah, hier steht's. Ein Fisch 1,0 mal
Okay, null. Füllt die Leiste. Prozent. Ja, ist okay. Prozent fällt, obwohl ich gerade nichts mache. Ja, das ist normal. Es fällt immer ein bisschen, bis du ihn wieder füttern kannst. Das Level des Fisches scheint das Zähmen nicht zu beeinflussen. Der Säbelzahnlachs ist bei weitem der effektivste Fisch. Entspricht etwa circa 4 der gleichen Größe, während Piranha etwa 2,4 entspricht. Okay, wir haben aktuell die kleinen. Die schlechtesten. Okay, warum? Weil der mir irgendwie immer wegläuft. Ah, du schaffst das. Nee, und das ist jetzt bei 2%. Okay. Ja. Und der fällt mir auch die ganze Zeit weg. Okay. Alter. Scheiße, das Vieh hat mich angegriffen. Ja, okay, lass, hör auf, das zu hauen. Geh einfach raus. Die Ente ist ja nicht so schnell. Und dann legen wir den Fisch erstmal auf Seite. Ja, der Fisch liegt jetzt noch da drin. Ja, halb so wild. Der eine ist egal. Scheiße, ey. Dann heißt es jetzt erstmal nach Fischen suchen und alle bereitlegen. Ganz toll. Ja. Dass wir dann gleich direkt ans Füttern gehen können. Und am besten sind halt die Sabertooth Salems. Ich habe aber jetzt nicht wirklich Lust, da mit meiner Spitzhacke da im Wasser rumzuhauen. Das glaube ich dir. Hat sich schon was ergeben, Biene? Was? Ist Tragezeit. Och, das dauert ja noch. Ja, eine Stunde noch. Ich habe dir für die Pistole, habe ich dir was, noch was in die Werkbank reingelegt. Mhm. So, ich guck mal gerade was. Mhm. Hab, Wert. Hast du jetzt den Fisch abgebaut? Nein. Okay. Dachte gerade. Ich hatte einen Ichornis hier liegen. Ja, alles gut. Ich hab gerade geguckt, aber ich kann leider keinen Schwert gerade herstellen. Doch, jetzt egal. Ansonsten müssen wir das mal offscreen machen, weil das ist ja doch eine Menge Arbeit. Habe ich nicht mit gerechnet. Da müssen wir hier erst gefühlt eine Tonne Fisch bereitlegen, um dann erst anfangen zu füttern. Okay, aber die Falle steht. Wir wissen, wie es funktioniert. Oder dass es funktioniert. Ich danke dir für deinen Versuch der Hilfe. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass das so lange dauern würde. Mhm. So. Gut. Dann gucken wir jetzt weiter nach einem Bronto. Weil das jetzt gerade war so ein spontan Ding. Ach Moment, dann können wir den ja auch eben noch da drin killen. Komme ich hier rein? Hallo, ich sehe nichts. Wir den Kill gerade nicht gönnen. Achso, ja, dann mach du. Nö, ich bin ja jetzt weg. Also.
So, da liegt der Fisch. Bleibst du? Du hast dir die anderen Sachen ausgezogen wieder? Mhm. Warum? Es zeigt dir immer kalt, kühl an. Kühl, kühl, die ist kalt, die ist kalt. Aber das liegt nicht an dem, an dem Skin, das kann ich dir schon mal sagen. Du hast doch deine Flasche. Mhm. Deine Tech-Flasche. Stellt die auf heiß und wenn du dann trinkst, ist der nicht mehr kalt. Du musst nur zwischendurch was trinken. Mhm. Mhm. So, und ich gehe jetzt nochmal nach einem Giga gucken. Kann doch nicht wahr sein. Ich weiß, wo noch einer ist. Da könnte einer. Da, da. Wolltest du was stacken oder? Wollen wir mal kurz rüberfliegen? Ja, machen wir. Ich hole nur meinen Vogel. Das Zeug für die Pistole ist in der Werkbank alles drin, das haben wir alles. Okay. Oh, es regnet. Yay! Mhm. Kannst du trinken, wird eine Flasche voll. Ich weiß. Also noch Fleisch einstecken, gegrilltes. Ich hab genug Fleisch, ich hab die Hälfte genommen. Okay. Aber Hachi, wo bist du? Hier. Aber Hachi, oh ja. Gib mir Karte. Kreaturen. Ist vorne jetzt zu, oder? Ja. Okay. Gut, er lädt gerade. Tu das Polymer verderben? Ja, das ja. Organische ja, das normale nicht. Also das ist das, was dann noch übrig ist, in den Kühlschrank tun. Bei dem Polymer, das kannst du nicht in den Kühlschrank tun. Kannst du nur im Tier lagern, da hält's länger. Okay. Dann lass es in deinen Vogel. Ja, dann, wenn wir dann hergestellt haben, tu es in den Vogel rein. Weil wir hatten ja noch Polymer eigentlich gehabt, siehst du, und jetzt ist es weg. Oder halt in den Werkbank reintun. Kenny? Ja. Dann in meine am besten, weil da ist jede Menge organisches Polymer drin. Da ist dann immer nur eins, was verschwindet. Mhm. So. Das Tier, was ich gerade suche, soll es am Vulkan am meisten geben. Oder halt auch auf den anderen vier Bergen, also auf den anderen drei Bergen. Nicht auf dem, oder selten nur auf dem im Schneebiom. Dein Vogel hat bald ein Update. Was? Dein Vogel hat ein Update? Ja. Warum hat dein Vogel ein Update? Ja, wieder nicht. Irgendwas wieder. Okay. Man kann nur sagen, da hat alte Fälle gehört. Ah, okay. So, also Brontos soll es hier geben, unter anderem. Oder an dem anderen Berg rechts, da soll es auch welche geben. Also ja, und hier haben wir ja welche, aber irgendwie nicht. Ja, Level 15. Und, wo ist der andere? Level 60, also. Heißer Vogel kommt. Heißer Vogel mit heißer Frau. Und 45, Alter, ich fühle mich doch verarscht hier.
Immer das Tier, was man sucht, findet man nicht. Kennt ihr das, Leute? Und das geht schon eine ganze Weile so. Vor allem auf der Suche nach dem Bronto, nachdem ja beim letzten Mal arg zocken meine Rio draufgegangen ist, habe ich ja dann die Terzis gefunden und die Dings hier. Ja, aber kein Bronto und jetzt auch schon wieder kein Bronto, aber vorhin schon mal ein 300er Terzi, also da ist der Wurm drin, Leute. Ist der Wurm drin. Ark gibt einem nicht das, was man sucht, sondern nur alles andere. Da wird gekämpft. Hä? Wieso ist hier ein Känguru? Kängurus sind auf dieser Karte eigentlich nicht normal. Man muss es fangen. Wie tämpft man einen Känguru? Keine Ahnung. Ausprobieren. Schon fertig? Ist das Känguru jetzt auch tot? Verdammt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man ein Känguru tämt. Vor allem, ich weiß nicht, wo das Känguru jetzt abgeblieben ist. Weil ich ja gerade hier geguckt habe, was die App dazu sagt. Und dann wurde ich angegriffen. Ne, da vorne. Ich würde generell sagen, ein Känguru frisst Beeren. Und ja. Dann würde ich das jetzt gleich betäuben und mit Beeren füttern. Versuch es einfach. Problem nur, ich habe keine Beeren dabei. Och. Oder? Ich kann gerade nicht. Ne. Doch, ja, aber nur ein paar. Aber müsste ausreichen, um es zu probieren. Okay, ich habe nicht aufs Level geachtet. Wir vergessen es. Vielleicht gibt's ja irgendwann noch mal eins. Das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Musst du dir meinen Stream angucken. Bei welchen Koordinaten bist denn du? Ich bin am Vulkan. Ach, am Vulkan? Ja. Weil hier soll's unter anderem Gigas geben. Deswegen dachte ich, ich weiche aus, wenn ich keinen Bronto finde. Dass ich dann gucke, ob ich einen Giga-Tame krieg. Da habe ich dann. Hier ist noch ein Känguru. Leute, es gibt hier Kängurus. Am Vulkan. An dem, was, wo ihr das Zeug reingebaut habt. Jep. Wo ist er denn hier? Da war er gerade. Ja. Da. Level 45. Das Skorpion. Ah nee, was ist das? Das ist ein Affe. Warum läuft denn hier ein Affe rum? Weil das kann. Hier Biene, Affe. Kleiner. Ja, wenn du Major-Bären hast, nee, hab ich leider nicht. Scheiße. Musst du geduckt hinter ihm herlaufen. Dann füttern, ich weiß.
Ja. Oh Scheiße, der ist so guldig. Verdammt, ich habe keine Major-Bären. Kenny? Ja? Du musst gleich bitte mal den Stand für Sättel auseinander sortieren oder offscreen. Okay. Für fertige? Ja. Okay. Wo ist er denn jetzt? Der ist voll. Hey, mein Guter. Bleib mal stehen, ich tu dir hoffentlich nichts. Bewusstlos! Welche Bären? Major, am besten. Bin unterwegs, Moment. Ja. Gerade erstmal gucken, wo die Major-Bären waren. Im Fressnapf. Nee, ich hab unten im Kühlschrank auch welche. Okay. Da ist ja jetzt das Level. Ich ja, denke ich mal, nicht, wenn... Wenn ich davon welche wegnehme. Nein. Das ist auch nicht. Weil wie, wie rum ist ja im Endeffekt egal. So, ich tue die Bären rein. Verdammt. Vulkan war da. Aber wo am Vulkan? Er frisst nicht. Kannst du mir kurz meinen Vogel bringen? Hm. Kenny, bitte nochmal. Ich wollte dir die Äpfchen zeigen. Guck in die Tame-Anzeige. Okay, dann. Ja, ich bin gerade an der Luft. Ups, scheiße, was war das? Was frisst der denn? Nimmt der Fisch? Oder Keratin oder was? Organisches Polymer, was habe ich noch dabei? Ich hab, Fleisch. Ja, Fleisch habe ich auch schon reingetan. Die Keulen nämlich. Also Bären haben denn jetzt nicht? Ich habe Bären, ich habe alles Mögliche drin. Und der nimmt aktuell gar nichts. Ja, dann drehe ich gerade wieder um, dann kommt mir eine andere Idee. Was? Alter. Ich gucke noch mal schnell in die App rein. Mit P schreibt er sich. Doch, die gibt es tatsächlich hier. Oh, Major Bear, Mushroom Dings brauche ich. Ich brauche Pilze. Habe ich doch richtig gelogen. Komm gleich. Jo. Mein Öffchen. Oh, ich würde es gerne mitnehmen. Aber ich habe keine Bären. Na, scheiß drauf. Ich habe jetzt zwar Fall Damage gekriegt, aber scheiß drauf. Level 45. Mushroom. Also diese seltene Pilze, oder was? Ja. Haben wir aber nur 53 von. Reicht. Ich brauche für Level 215, bräuchte ich 40 Stück. Ich habe selber 11 dabei. Die habe ich vorhin aus dem Biberdamm rausgeklaut. Ja, er frisst 18%. Warte, ich glaube, du brauchst gar nicht vorbeizukommen. Oh. Alter, ich glaube das nicht. Ich hab ein Känguru. Yay. Und ich spiel den fertig oder was? Ja. Ging jetzt so durch. Ich hab so verarscht von dir. Nein. Ich wusste doch nicht, was der frisst. Egal. Hast du das gegoogelt wegen der Pilze? Nein, es gibt die Dododex-App. So, und da kann man das Ganze finden. Och, Mann, ich krieg keine Bären. Da lang. Bring ich den erstmal nach Hause. Haben wir im Futtertruck seltene Pilze?
Nein. Okay. Biene, bleibst du hier? Wieso? Pass du mal auf das kleine Äpfchen hier auf. Ich will nur mal schnell ein paar Bären holen. Ich zeig dir, wo das Äpfchen ist. Ja, wo ist das Äpfchen? Komm mit und ich zeig dir ein echtes Äpfchen. Ups. Ja, komm mit. Achso, bist du fertig? Nein. Falscher Vogel. Das Äpfchen, das läuft hier rum. Hier vorne. Ja, ich will mal schnell ein paar Bären. Weißt, das waren die blauen Bären, die Mojo, ne? Hast du gesagt? Ja, die Major Bären. Genau. Die sind aber eher lila. Die blauen, das sind die Azulbären. Nee, die ich weiß schon, welche du meinst. Und da gehe ich nur hinten ran und irgendwie stecke ich denn das Zeug hinten rein. Du legst das auf den letzten Slot in deiner Reihe unten. Und dann taucht da auf, dass du den füttern kannst. Steht dann da. Und dann musst du eine Taste drücken und dann kannst du es füttern. Das Äffchen. Also gehe ich da ran und dann zeigst du mir. Ja. Oh. Hier war irgendwo ein Otter. Aber Leute, mit der Armbrust geschossen, betäubt gekriegt, Level 45. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich, glaubt es oder glaubt es nicht, nochmal wegen den blöden fliegenden Dieben gucken. Weil wir finden ja gerade nichts anderes. Jetzt noch anderes Känguru noch geholt, dass du es im Perschen hast. Wenn ich das erste nicht getötet hätte... Hätte das auch sein können. Das war ja jetzt ein Zufall, dass ich die gefunden habe. Mejubären hast du gesagt, ne? Yep. Jetzt schon wieder. Mach dir einfach die Tür wieder zu. So. So, da haben wir das Känguru. Zum Satteln, zum Reiten satteln. Zum Satteln bitte reiten. Mhm. Willst du mir gerade sagen, dass das... Weil Känguru hat hier Aufheben. Okay. Passagiersitze. In Beutel klettern. Wie sieht denn das von außen aus, Vampi? Ich weiß nicht mal, wo du bist. Beim Känguru. Im Beutel. Machen wir, achso, das siehst du ja nicht. Jetzt gerade machen wir einen Screenshot. Guck. Mach mal einen Screenshot. Och, Kenny, rein da. Ist ja gut, ich gehe schon wieder rein. Passagiersitz in Beutel klettern. Ey, du hast das jetzt mitten, während ich das Bild gemacht habe. What? Oh, das war keine Absicht. Moment. Normal für einen Groschen. Ja, wenn ich Glück habe, hat es jetzt trotzdem funktioniert. Oh. Idiot. Was? Ich bin nur in den Beutel. Guck mich nicht so vorwurfsvoll an, Känguru. Ich bin nur in deinen Beutel ge... Warum bin ich jetzt rausgefallen?
Weil man dich rausschmeißen kann. Ach so. Okay. Das ist ja cooles Känguru. Jetzt geh du mal rein, ich will auch sehen, wie das aussieht. Warte. Drücken, Dreieck drücken, gedrückt halten und dann auch verlinken. Okay. Man sieht fast nur deine Brüste. Guck mal nach oben. Ah ja, okay. Und jetzt sagtest du... Nein. Ah, da, aus dem Beutel werfen, okay. Ich bin ja abgehauen und ist runtergefallen. Dann stehst du auf einmal da. Ja. Schon so. Lustig. Mhm. Ja, aber ist weggerannt und ist weggefallen, ist runtergefallen. Warte, aufheben? Wahrscheinlich irgendein Mist gerade, oder? Ach so, da ja. Steht nix. Genau, das hat mich gerade auch gewundert, weil das in Gelb da steht. Ah! Ich habe nur Level auf Gesundheit gegeben. Ja, auf einmal springt das auf meinem Kopf rum, ist klar. Was hast du, das unterhalb vom Vulkan gefunden oder was? Am Vulkan, an der Rückseite vom Vulkan. So, jetzt bin ich gespannt, ob das futtert. Deswegen habe ich jetzt gerade so viel auf Dings gehauen. Oder ob wir wirklich ab jetzt seltene Pilze im Dings brauchen. Nö, aber ich... Erst von der Pinto gesprungen. Ich hab den gefüttert, dann ist er losgerannt und ist über die Klippe gesprungen. Bist du auch gerade unterwegs da? Wer oder was greift an? Ein Raptor hat hier einen Para, der abgeschossen wurde, gefressen. So, also jetzt nochmal. Wir gucken jetzt. Ich habe ja ein paar Pilze. Ja, ich fress gerade mal den Raptor. Ach so, ich bin auf dem falschen Vogel. Bin jetzt glatt auf den falschen Vogel gehüpft. Pfui. Kann passieren. Missgeschicke können passieren, sagte der Igel und stieg von der Klobürste. So. Hä, ist das jetzt hier überhaupt meiner? Doch, so ein Chaos hat nur ich. Nimmst du die beiden Terzis bei mir aus dem Vogel, bitte? Hause fliegen. Du stehst doch gerade neben mir. Oder? Ah ne, du musst nochmal ran. Sie muss nochmal ran. Danke. Wo genau sollen die jetzt rein? In Zucht. Dann müssen wir uns demnächst hinsetzen und die züchten. Boah, ey. Mann, Nee, das Quecksal steht da echt bescheiden. Ich klitsche die ganze Zeit nach oben. Dann stell's in die Luft. Kannst du gleich selbst machen. Ich komme damit klar, wie das da steht. Ja, ich glitsche aber die ganze Zeit und dann auch durch die Wand. Okay. Durch die Wand habe ich noch nicht geschafft, durch den Boden. Das hat durch geschafft. Die Wand. Okay. Bin dann außen fast runtergefallen. Krass. Finde ich nicht lustig. Nein, lustig ist das nicht. Ich find's krass. Wo bist du jetzt schon wieder unterwegs hin? Ich suche weiter Bronto. Mhm. Beziehungsweise guck nochmal, ob ich die libyschen Vögel kriege. Mhm. Jojo, was heißt hier Jojo, Laui? Warum Jojo? Wie und wo erntet man nochmal diese Pilze? Wenn du Obsidian abbaust. Da ist eine Möglichkeit. Ich weiß gerade nicht, ob es die auch gibt, wenn du im Sumpf die Bäume fällst. Entweder da gibt es die Blumen oder die Pilze. Weiß ich gerade nicht.
Nee, das ist der falsche. Oh, Bronto. Level 15. Oh, sieht aber schon. Nee, doch nicht. Jetzt sieht er angeschlagen aus. Jetzt ist er tot. Diese blöden Vögel, ey. Wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Sucht man sie nicht, wird man ständig von denen beklaut. Ach, da fliegt doch was, jawohl. Das ist der. Tot. Hundertachtziger mit der Armbrust gekillt. Okay. Also fertig? Ja. Na dann, hast du das Polymer in den Vogel reingetan? Damit es nicht verdirbt? Oder soll ich es reintun? Komm her, du rotes Monster. Ich will dich mit der Keule hauen. Fliegt übers Wasser. Level 30. Mit Betäubungspfeil getötet. Okay. Ja. Level 180er mit einem Pfeil getötet. Mit einem Betäubungspfeil. Ist doch nicht wahr. Verdammt. Vampi kontrolliert. Was kontrolliert dich, Jojo? Wieso kontrolliert die mich? Nur weil ich da. Hä? Laui, das verstehe ich jetzt nicht. Ich bitte um Erklärung. Oh, ein blauer Hai. Tot an der Wasseroberfläche. Ja, beim roten Ork, da schwimmen blaue Haie unten rum. Ja, ja, der blaue Hai ist tot oben. Nee, aber nicht hier beim roten Ork. Doch. Bin ich gerade, mein Guter. Da waren wir doch eben. Wir haben dich gar nicht gesehen. Ich bin jetzt gerade angekommen. Wir sind gerade weggeflogen. Ja. So muss das sein. Drei schwarze Perlen, jede Menge Siliziumperlen. Sehr schön. Da ist unser Rex da unten. Mhm. Kommt gar nicht mehr nach Hause. Mhm. Ja, irgendwann müsst ihr mal gucken, ne? Ja, wenn sie stehen bleibt. Oh, guck dir mal den Tech
an hier. Grün, Gold. Sieht cool aus. Aber willst du ja nicht, ne? Nee. Frechheit. Klauen die mir hier mein Fleisch. Mein leckeres, geräuchertes Fleisch. Wurde dir eine Antwort in den Chat geschrieben? Nein, noch nicht. Laui hat noch nicht geantwortet. Ah, du weißt doch, Laui ärgert dich gerne. Ja, aber das ist wirklich unter aller. Ja, das mit dem Kontrollieren. Ich frag mich ja, in welchem Zusammenhang er das meint. Ach, da ist gerade ein Delfin rausgesprungen. Jetzt wird's nebelig und ich sehe die Vögel nicht mehr. Die seltenen Pilze tut er die unten in den Futtertrog rein. Die brauchen wir ja jetzt für den fürs Känguru. Also ja, unter Umständen ja. Die sind nochmal im Futtertrog drinnen normalerweise. Normalerweise haben wir die im Kühlschrank, aber wenn das Känguru nichts anderes frisst, dann müssen wir die auch in den Futtertrog tun. Ich suche gerade, wo die sind, die Pilze bei uns. Ich hatte doch da so einen Haufen gehabt. Da. Was sind denn die scheiß Pilze? Muss ich mal rüber in der andere Base fliegen. Wow. Ja. Verdammt. Ich hab ihn. Gib mir schnell die Keule. Mein Pfannenwender. Level 150. Ich glaube, der stirbt. Ich weiß nicht, wie ich den betäuben soll. Wem? Den ich die Jonas. What? Wir hatten hier eine ganze Wand eingerissen bei mir an der Base, an meiner Starterbase. Wo wurde denn da eine Wand eingerissen? Da, wo die Tür war. Die Tür ist weg, dafür ist da ein Loch. Fehlt eine Struktur. Hat sich vielleicht jemand Zugang verschaffen wollen? Ja, aber geht eigentlich nicht. Nee, normal kannst du nicht stoppen. Meinst du beim Baumhaus oder wo? Nein, an meiner Starterbase am Strand. Hab ich noch ein 150? Was bist du? 300, okay. Dann versuchen wir es mit dem nochmal. 500 Armbrust. Guck mal, wir können auch noch eine 100er bauen. Probieren wir es mit der direkt. Das stimmt. Bei den Pilzen. So. Jetzt gucken wir mal. Dodo. Welches Level bist du?
gucken. Level 314. Ich mache 140 Damage. Na, fällst du um? Und er ist bewusstlos. Sehr schön. Also ein Dodo mit 315 kriege ich jetzt mit der normalen Armbrust betäubt. Dann hoffe ich jetzt mal, dass ich es hinkriege, einen Ichti damit zu betäuben. Weil ansonsten weiß ich es auch nicht mehr, was ich machen soll, um einen Ichti zu kriegen. Da ist ganz viel Geflatter. Ganz viel Geflatter ist gut. Nein. CE-Fehler. Das war's für heute. Ciao, ciao. Nein. Okay. Ja. Bei mir ist gerade nicht besser, wo ich bin.